Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews24tv. Ich bin Uwe Matthias Müller und heute geht es um den Arbeitsmarkt 50 plus und wir wollen mal schauen, wie es in anderen Ländern ist, außerhalb Deutschlands und blicken heute in die Schweiz. Herr Neugart, herzlich willkommen bei uns bei dnews24tv. Sie kommen aus der Schweiz, Sie leiten den Verband Safe 50 Plus und Sie helfen Menschen, die über 50 sind, wieder an den Job zu kommen und sensibilisieren Unternehmen für die Werte, für die Kraft der Menschen 50 Plus und motivieren die Mitarbeiter 50 Plus einzustellen. Wie machen Sie das? Was ist Ihr Programm? Genau, guten Tag Herr Müller, freut mich, dass ich hierher kommen darf. Also für uns ist das Wichtigste, dass wir den direkten Dialog herstellen zur Wirtschaft. Und zwar haben wir ein eigenes spezielles Programm, das heißt MyWay 50 Plus, ein Selbstintegrationsprogramm. Wir bilden Repräsentanten aus, um mit unserem Verband bekannt zu machen in der Wirtschaft. Das heißt, wir kommen direkt in den Dialog mit der Wirtschaft, mit Entscheidungsträgern und dort wollen wir die Leute sensibilisieren natürlich, dass sie das Thema 50 plus ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, im Betrieb, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass ältere Leute auch stellensuchend sind. Wie machen Sie das konkret? Wie reagieren die Unternehmen auf Ihr Angebot? Wir staunen eigentlich, dass es so positiv ist. Wir hatten gedacht, da ist eine Blockade oder man will da nicht so recht mit uns über 50-Jährigen. Aber ich erkenne das Gegenteil. Wir haben auch immer mehr Referate oder treten auch offene Türen ein. Die Leute sind sehr interessiert an der Thematik allgemein. Und da merkt man auch, dass man sich schon bewusst ist, dass man auch Fachkräftemangel hat und dass man den Wissenstransfer sicherstellen muss. Und das geht natürlich nur, wenn man die älteren Leute behält. Wir haben uns vorher unterhalten, Herr Neugart, und da sagten Sie mir, es gäbe auch in der Schweiz das gleiche Phänomen wie bei uns hier in Deutschland, dass Stellensuchende über 50 viele Bewerbungen schreiben und wenig Resonanz bekommen. Sie sagen mir jetzt, wenn Sie Unternehmen direkt ansprechen, dann sind die aber ganz positiv und reagieren eigentlich ganz aufgeschlossen. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären, dass die erst den Schubs brauchen, die Unternehmen, und nicht von sich aus erkennen, dass Mitarbeiter über 50 auch wertvoll sein können? Ja, das ist der analoge Dialog, dass man wieder analogisiert, dass man direkt mit den Menschen zusammenkommt. Und da werden schon sehr viele Vorurteile abgebaut und Vertrauen aufgebaut im Gespräch. Wenn man sich persönlich einbringt in ein Thema, das heißt an den Tisch kommt, mit einem potenziellen Arbeitgeber zusammensitzt, da passieren doch Dinge, die normalerweise gar nicht möglich wären, auch weil es sogenannte Matching-Maschinen gibt, die jemanden schon aussortieren, bevor man überhaupt zum Zug kommt. Das ist ja ein furchtbarer Begriff, eine Matching-Maschine, die aussortiert. Also. Das ist wirklich weit weg vom Menschen, oder? kann ich sagen. Es ist traurig. Es ist auch traurig für die Firmen selbst. Eine Firma muss auch schauen, wie sie ihre Arbeitgebermarke pflegt, jetzt und in Zukunft. Weil der Fachkräftemangel wird sich in die Breite bringen, immer mehr. Der Wissenstransfer muss gesichert werden. Man wird auch die Rentner wieder zurückholen müssen. Es ist für eine Firma jetzt wichtig, dass sie sich richtig positionieren mit dem Thema ältere Arbeitnehmende. Ob sie jetzt im Betrieb sind oder auch auf Stellensuche sind, man muss da lernen, wie gehe ich mit der Sache um, im eigenen Interesse. Wie helfen Sie den Unternehmen bei einem aktiven Employer Branding? Wir möchten den Unternehmen auch klar machen, deutlich machen, dass es eine Riesenchance ist für ein Unternehmen, sich vom Marketing her zu etablieren, zu positionieren. Dass man sagen kann, ich bin ein altersneutraler Arbeitgeber und dafür haben wir auch ein Zertifikat. Altersneutraler Arbeitgeber wird auch unterstützt vom Schweizerischen Gewerbeverband, auch medial unterstützt. Finanziell bekommen wir von nirgendwo etwas, aber das ist ja auch nicht für uns im Prinzip das Wichtigste. Wir machen Schulungen und kommen so über die Runden. Aber wichtig ist, dass ein Schweizerischer Arbeitgeberverband sich eben auch einbringt in solche Sachen und da braucht es noch viel mehr Kraft von dieser Seite, von Arbeitgeberseite her. Und zwar nicht, weil sie uns etwas Gutes tun wollen, sondern sich selbst auch einen Gefallen tun damit. Wie stehen die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften zu Ihrem Angebot? Ja, wir haben natürlich Kontakt auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Leuten, auch zum Bundesrat direkt. Das ist ja auch alles gut und recht so. Und ich sage mal, die Gewerkschaften, die
die fixieren sich auf Punkte, die wir als Betroffene selbst, die wir ja vertreten, nicht einmal unbedingt so viel Gewicht legen. Ja? Was wir wollen, sind vor allem Chancen bekommen, gleichberechtigt, dass man nicht das Gefühl hat, man ist diskriminiert. Ich finde nicht, dass wir explizit diskriminiert werden. Sonst werden ja auch die Jungen diskriminiert und die Kleinen und die Großen und alles Mögliche. Es geht wirklich darum, dass wir Chancen bekommen, konkrete Chancen, um zeigen, was wir können. Und da braucht es auch die Bereitschaft von der Wirtschaft, wie gesagt, auch im eigenen Interesse. Also Herr Neugart, dann drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie da weiter gut vorankommen. Herzlichen Dank. Wir haben eine Kooperation zwischen Ihnen und dem Bundesverband Initiative 50 Plus hier in Deutschland, künftig auch mit dem Bundesverband Initiative 50 Plus Austria. Genau. Wir werden auch auf europäischer Ebene was gemeinsam machen. Mhm. Und ich denke, mit gemeinsamer Kraft kommen wir dann gut voran und können uns auch international ganz aktiv austauschen. Da bin ich mir sicher. Ich freue mich darauf. Sehr geehrte Damen und Herren, das war Daniel G. Neugart von Safe 50 Plus in der Schweiz. Wir haben über den Arbeitsmarkt in der Schweiz gesprochen und Vergleiche zu Deutschland gezogen. Wir handeln nach dem Motto, wir informieren, Sie entscheiden. Bis zum nächsten Mal.